Herzlich willkommen zum dritten Video. Heute werden wir die erste Spur aufnehmen und ich würde euch empfehlen, dass ihr immer mit der Begleitung beginnt, weil die Begleitung ist eigentlich das A und O von eurer Musik, die ihr machen wollt, weil da spielt ihr die Akkorde. Hier nochmal das Bild vom letzten Mal. Das heißt, ich werde jetzt die Akkorde von der Stufe 2, 3 und 6 nehmen, weil ich eine traurige Musik machen möchte. Also nehme ich dementsprechend D-Moll, E-Moll und A-Moll Akkorde. Die Akkorde zeigen einem dann auch gleich, welche Töne man im Bass spielen muss. Im Bass würde ich immer die Grundtöne spielen. Das heißt, in diesem Falle wäre das D, E und A. Und die Akkorde werde ich jetzt kurz zusammenbauen. Ihr könnt sie natürlich spielen, wenn ihr das möchtet. Das heißt, ihr könnt hier Aufnahme drücken und dann könnt ihr hier schauen, D ist das X. Das heißt, das hier wäre der erste Akkord. Da könnt ihr jetzt entweder auf Aufnahme drücken und dann die Akkorde spielen, die ihr möchtet. Oder ihr könnt, wie ich es im BandLab Tutorial schon gezeigt habe, könnt ihr auch hier in diesem MIDI-Editor einfach die Akkorde selber zusammenbauen. Das heißt, ich werde jetzt einmal einen D-Moll-Akkord bauen. Das heißt, ich muss hier zuerst mal die D-Taste finden. Das heißt, das ist das D, das ist unser Grundton. Dann überspringe ich das E und gehe direkt zum F. Das hier ist der zweite Ton, den wir brauchen. Und dann überspringe ich das G und gehe direkt zum A. Und das ist der dritte Ton, den wir brauchen. Unser erster Akkord, der erste D-Moll-Akkord. Können wir den noch ein bisschen länger ziehen. Ups. So. Dann gehen wir zum zweiten Akkord. Der zweite Akkord ist der E-Moll. Das heißt, wir haben hier den Grundton E. Dann überspringen wir wieder eine. Das heißt, das F wird übersprungen diesmal. Und wir gehen direkt zum G. Das heißt, F wird übersprungen, direkt zum G. Und dann vom G aus überspringen wir das A und gehen direkt zum H. Unser zweiter Akkord haben wir ebenfalls schon. Jetzt brauchen wir noch den dritten Akkord. Das wäre dann der A-Moll. Das heißt, wir suchen uns hier das A. Das A wäre hier. Jetzt haben wir aber ein Problem, da die Gitarre nicht einen so mega riesigen Umfang hat, einen mega riesigen Tonumfang, können wir hier nicht höher gehen als das C5. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich unseren gesamten Akkorde eine Oktave tiefer machen. Das ist aber kein Problem. Ihr wählt einfach alles mit Ctrl A an und macht hier minus 12. Dann verschiebt sich das Ganze um eine Oktave nach unten. Das heißt, jetzt können wir unseren Akkord machen. Wir müssen zum A. Das heißt, das hier wäre das A. Unser Grundton. Ups. Unser Grundton. Dann gehen wir vom A. Überspringen wir natürlich das H und gehen direkt zum C4. Das heißt, hier wäre das nächste. Dann überspringen wir das D und gehen direkt zum E. Somit hätten wir jetzt schon mal eine Akkordstruktur. Es empfiehlt sich eigentlich immer, dass man wieder auf die erste Stufe zurückgeht am Ende. Das heißt, wir machen hier wieder einen D-Moll-Akkord, wie wir ihn hier vorne schon gebaut haben. Und dann haben wir hier einen guten Abschluss. Was wir jetzt noch machen können, das lassen wir weg. Es gäbe noch so etwas wie eine Umkehrung, da könnte man diesen Ton hier, der viel zu hoch ist, oder um einiges zu hoch eigentlich, könnte man noch durch den Ton ersetzen, der eine Oktave tiefer ist. Das würde man dann die erste Umkehrung nennen.
und somit würde dann der Akkord etwas anders klingen. Aber das könnt ihr auch weglassen, das müsst ihr nicht berücksichtigen, wenn ihr nicht wollt. Gut, dann hätten wir die Begleitung gemacht und somit hätten wir auch schon unsere erste Spur aufgenommen. Die können wir jetzt natürlich hier, wie letztes Mal schon bei BandLab gezeigt, einfach ziehen und dann würde sich dieses Muster oder dieses Pattern, das wir hier gemacht haben, immer wiederholen. Jetzt bin ich aber noch nicht ganz zufrieden mit der Begleitung, weil es ist ein bisschen langweilig, immer nur die ganzen Akkorde zu haben. Deshalb werde ich mir jetzt für den letzten Akkord etwas ausdenken, wie wir das da ein bisschen spannender gestalten können. Also lösche ich das erstmal wieder. Das können wir auch erstmal wieder wegmachen. Und dann können wir uns mal überlegen, wie wir das spannender machen können am Ende von jeder Akkordsequenz sozusagen. Was zum Beispiel gehen würde, wäre, dass man die Töne, die man so oder so spielt, also wir haben ja hier den D-Moll, das heißt, wir können D, F und G schon mal einfügen und dann diese einfach kürzer machen, so dass sie nacheinander gespielt werden. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel jetzt den obersten, weil der geht gut, weil hier ist dieser Ton auch schon vorhanden und dann geht das schön durch. Das passt gut. Dann können wir hier einfach in der Tonleiter nach unten gehen, bis wir wieder bei unserem Grundton sind. Sehr gut, jetzt haben wir die Begleitung etwas spannender gemacht. So bin ich zufrieden. So kann ich das fürs erste Mal lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es darum geht, auch noch die restlichen Spuren aufzunehmen.